Hallöle Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nerim am Rande des Schicksals. Ja, und ich muss etwas erzählen. Das habe ich hier alles schon einmal aufgenommen und wo ich es gerade hochladen wollte, habe ich gemerkt, ups, es ist nicht da. Ja, das ist ein ziemlich langer Part, den ich jetzt aufnehmen werde. Der wird, glaube ich, auch an ein Stück komplett. Ist auch gar nicht so lange. Es wird ziemlich viel Geschichte geben. Das kenne ich alles nämlich schon. Und das Problem ist nur, ich habe nicht vor diesen Dings gespeichert gehabt. Und ja, ihr werdet sehen. Viel hat sich verändert. Ich musste nämlich das Spiel von dem Zeitpunkt, ob wir der Abtei Terrin sind, noch einmal von vorne durchspielen. Ja, ich habe natürlich gescheatet, sonst wäre ich da niemals durchgekommen, weil ich habe das in 2 Tagen dann nochmal durchgespielt, die ganzen Stunden, die wir da rangesessen haben, richtig furchtbar. Aber nur für euch habe ich das gemacht und jetzt sind wir hier wieder. Ich werde aber mit Cheat spielen, also mit Godmod, weil ich sonst hier nicht überleben werde. Das ist auch das einzigste Mal, hoffe ich, dass ich mit Cheat spielen werde. Und ja, dann geht's mal los. Wir sind hier schon wieder, wo das Sanktum brennt. So. Aber jetzt geht's erstmal los. Ihr werdet auch sehen, dass ich ziemlich viel Geld habe. Wo kommt ihr denn auf einmal her? Aber gut, wir können jede Unterstützung brauchen. Wir müssen uns zum Hauptgebäude durchschlagen. Was ist überhaupt passiert? Die Soldaten des Kanzlers haben das Sanktum angegriffen. Wir sind gerade eben erst von einer Mission zurückgekehrt und so wie es aussieht, stürmt da die halbe Armee auf uns ein. Wir müssen alle ins Hauptgebäude zu Mersul, ansonsten haben wir keine Chance. Los jetzt! Juhu. Wir gehen nach unserem Plan vor. Je schneller wir im Hauptgebäude sind, desto größer sind unsere Chancen. Ich gebe jetzt mal den Cheat an. Und ich zeige euch erstmal, wie viel Geld ich habe. Ja, das habe ich nur gemacht, damit ich auch cheate. Und man sieht auch, ich sehe ein wenig anders aus. Habe ich mir Ausrüstung gekauft, die total schlecht ist. Für die Freiheit der Menschen! Für die Freiheit der Menschen! So, jetzt gehen wir hier wie betrunken lang. Uiuiui. Krass. Beim ersten Mal war es natürlich krasser, jetzt beim zweiten Mal ist es nicht so cool. Entschuldigung. Uiuiui. Stirb! Und ich habe mir auch richtig viel Geld gescheatet und dann alles auf Zerstörung ausgegeben. Also auch ein bisschen sinnlos. Beziehungsweise akzeptabel. Oh nein, hier liegt ja die Alte. Oder? Nee, der Alte. Naja. Der alle Alte, irgendwie. Ich habe im Moment nichts mehr für euch zu tun. Okay. Los, weiter jetzt! Ich frage mich, ob der Hund tot ist. Hoffentlich nicht. Das war der Beste. Dieser Lucky, Lucy, Fluffy. Ich weiß auch nicht, wer er ist. Ist schon vergessen. Dabei habe ich gestern das Spiel hier erst gespielt. Oh Gott, das war so furchtbar. Ich musste wirklich alles nochmal durchspielen. Uiui, hat das lange gedauert. Hat aber sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht bemerkt man's. Ich habe ein paar Grafik-Patches benutzt, oder beziehungsweise ein paar Mods, die ich benutzt habe. Eigentlich für spätere Aufnahmen erst. Die wird es in der nächsten, im nächsten Part wird es den wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Aber jetzt, weil es ja schon wieder in der Zukunft ist, was ihr hier gerade seht, ja, da habe ich. Maramita ist gefallen. Sie erwähnte noch etwas von einem Auftrag, bevor sie nach Arkvent aufbrach. Ich sollte vielleicht ihre Tasche nach Hinweisen suchen. Kam das beim letzten Mal auch? Weiß ich gar nicht. Ach, es war der Auftrag, den ich für sie machen sollte. Ich weiß. Mache ich aber nicht. Die Olle ist auch tot. Wohin rennt er denn? Das ist aber krass, weil, das habe ich auch das letzte Mal schon gesagt, wo ich hier war, aber ich das nicht aufgenommen habe, komischerweise, dass das das einzigste Ort in Nerim war, wo ich mich wirklich zu Hause gefühlt habe und dieser brennt jetzt. Das ist so krass. Naja. Und
gleich kommen hier richtig viele Cutscenes und so, dann bin ich ruhig und müde mich. Und ich muss dazu sagen, während dieser Cutscene beim letzten Mal stand, dass diese Olle da, diese Alchemistin, auf einmal ihr Lager hier unten hat. Ich könnte sie jetzt besuchen gehen. Hey, wartet mal ganz kurz, ich muss jetzt meine Freundin besuchen gehen. Ich habe mich so tot gelacht mitten in der Aufnahme. Tut mir aber leid deswegen, aber werdet ihr leider nicht sehen können. Das war aber ziemlich lustig. Naja, dann gehen wir mal rein. Es ist gut zu sehen, dass wenigstens ihr es hierher geschafft habt. Die Soldaten haben viele von uns getötet. Vamiria ist unter ihnen. Und ich befürchte, dass auch wir nicht lange werden standhalten können. Das wird die Soldaten aufhalten. Aber wenn der Kanzler hier auftaucht, und das ist wahrscheinlich, wird er den Zauber brechen können. Hört mir zu. Wenn sie es schaffen, diese Halle zu stürmen, dann sorgt euch nicht um mich. Niemand kann sagen, was passieren wird. Aber wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Merzul, was redet ihr da? Ihr seid der Führer unseres Ordens. Unser Orden steht für eine Idee. Nämlich für die gerechte Herrschaft der Menschen, ohne dass die Göttlichen sich in unsere Belange einmischen. Und eine Idee braucht keinen Führer, um weiter existieren zu können. Sie lebt von allen Menschen, die sie in ihrem Herzen behalten. Deshalb wird es unserer Sache keinen Abbruch tun, wenn ich sterben sollte. Unsere Idee... Die Idee von Arazul Arantial wird nicht mit mir untergehen. Ihr habt recht, Merzul. Aber was denkt ihr, wird Barathion mit uns machen? Sein Problem ist, dass er alles und jeden unterschätzt. Er wird in euch keine allzu große Gefahr sehen und euch ins Verlies der Hauptstadt sperren lassen. Es dürfte nicht schwierig sein, von dort zu fliehen. Nicht für euch. Wenn ihr draußen seid, müsst ihr ins Nordreich gehen. Dort ist ein befreundeter Magier, der unsere Sache von da an weiterführen kann. Ihr redet von Callisto. Im alten Bergkloster. Genau den meine ich. Sucht das Bergkloster im Nordreich auf und berichtet Callisto von den Geschehnissen hier. Genaueres können wir jetzt nicht planen, aber ich weiß, dass ihr es schafft. Sieh an. Ufte. Das ganze Pack auf einem Fleckchen und alle zittern sie um ihr Leben, als wäre gerade der Tod selbst durch dieses Tor geschritten. Doch ich fühle mich geschmeichelt. Euer erster Verrat hat euch wohl nicht gereicht, Baratheon. Es war euch wohl nicht genug, dass ihr mich und unsere Idee im Stich gelassen habt, nachdem Arazul Arantial damals gefangen genommen wurde. Ich nenne es mitnichten Verrat, Merzul, mein Freund. Vielmehr Voraussicht. Arantial war aus dem Spiel und wir beide haben danach lediglich unsere eigenen Ziele verfolgt. Ihr habt das vielleicht. Ich wollte Arantials Idee weiterleben lassen. Ich habe diesen Orden gegründet. Und euch fiel nichts Besseres ein, als uns einzuschränken und zu unterdrücken. Mike, deine Chuzpe kann dich auch nicht mehr retten. Du, Merzul, hast meinem Befehl zuwidergehandelt, indem du neue Schüler ausgebildet hast. Dies hier hast du dir, ganz allein dir und deiner unendlichen Starrköpfigkeit zuzuschreiben. Ihr redet Unsinn. Schließlich seid ihr nur hier, weil ihr es nicht dulden könnt, dass die Menschen im Sanktum Magie nutzen können. Ihr wollt, dass dies allein euer Privileg ist. Ihr wollt jeden, der magisch begabt ist, davon abhalten, seine Fähigkeiten zu gebrauchen, damit niemand eine Gefahr für euch werden kann. Und dabei vergesst ihr, dass der Schatten, den ihr jagt, eine erstaunliche Ähnlichkeit hat mit dem Schatten, den ihr werft. Merzul, der gute Merzul, um große Worte niemals verlegen, genau wie früher. Und immer noch an Idealen festhalten, die sich schon längst selbst überlebt haben. Ihr seid eine aussterbende Spezies, mein Freund. Und damit wäre ich auch schon bei dem Punkt angelangt, aufgrund dessen ich hier gekommen bin. Wie könnt ihr es wagen, Verräter? Bleibt zurück! Das reicht. Wenn ihr glaubt, dass eure Kräfte den meinen überlegen sind, dann versucht euch an ihnen. Aber lasst die anderen hier aus dem Spiel. Ein Spiel, das nach meinen Regeln läuft. Nein! Was habt ihr getan? Schafft das Pack in den Kerker. Sie stellen keine Gefahr mehr dar. Ich will seinen Stab haben. Kapitel 2, Zeit für Entscheidungen. Jetzt sind wir im zweiten Kapitel angelangt, meine lieben Freundchen. Baratheon hat Merzul und Arkirioras getötet. Kim ist wahrscheinlich in Arkwen zurückgeblieben, nur Melvin und ich haben den Angriff überlebt. Die Soldaten schlugen mich bewusstlos und brachten mich in eine Zelle im Kerker Erodins. Ich bin gerade eben erst wieder aufgewacht. Ich habe schon wieder meine Sachen nicht an. Hört ihr mich? Euch scheint nichts zu fehlen. Wir haben mehr Glück, als wir ahnen können. Diese Dumpfbirnen haben uns tatsächlich nebeneinander gesperrt. Merzul hat es ja gesagt. Wir werden schon hier rauskommen. Es dürfte quasi gar kein Problem werden.
Ja, Mersul hat es gesagt. Und nun ist er nicht mehr. Er hat seinen Tod in Kauf genommen, sicherlich. Aber das macht es doch nicht einfacher. Auf uns lastet jetzt eine unvorstellbar große Verantwortung. Erinnert ihr euch? Wir müssen hier ausbrechen und den Magier Callisto im Nordreich aufsuchen. Das sagte er. Ich spüre, dass Baratheon ein magisches Feld um die Zellen gelegt hat, um uns am Zaubern zu hindern. Aber wisst ihr noch, was Mersul gesagt hat? Der Kanzler ist nicht gut, wenn es darum geht, Menschen einzuschätzen. Für euch ist das Feld vielleicht stark genug, aber ich werde es brechen können. Ich kann die Schlösser öffnen. Gib mir nur eine Minute. Ich bin anscheinend schwach genug. Nee. Arsch. Seht ihr? Ganz einfach. Quasi ein Kinderspiel. Aber wir müssen leise und vorsichtig sein. Uns darf niemand sehen. Als erstes müssen wir unsere Ausrüstung wiederfinden. Wir können nicht hier ausbrechen mit nichts an als unserer Haut. Und danach... Moment. Still. Da kommt jemand. Bleibt, wo ihr seid. Ich kümmere mich darum. Das Quatschen sieht so lustig aus. Ui. Hörst du mich? Ich höre euch, Herr. Was befehlt ihr? Seht ihr? Es hat geklappt. Sprich, wo habt ihr unsere Sachen hingebracht? Sie wurden in der Asservatenkammer hinter den Quartieren der Soldaten verstaut. Da könnten sie auch gleich in Baratheons Kleiderschrank liegen. Es sei denn... Hör zu. Du wirst uns beide zu unseren Sachen führen. Durch die Quartiere. Und du wirst so tun, als seien wir deine Gefangenen. Jawohl, Herr. Folgt mir, Herr. Wir müssen dicht hinter ihm bleiben und vor allem unsere Handfesseln anbehalten. Macht keine auffälligen Bewegungen oder sowas. Wir gehen durch die Quartiere. Es werden zu viele Wachen für einen Kampf sein, also haltet euch um Himmels Willen zurück. Wer ist hier, Mr. Magier Schlossöffner? Was ich gesagt habe. Ja, ich mach meinen eigenen Club auf. Mit Blackjack und Nutten. Nee, Spaß. Ich habe schon gehört, dass 2015 der zweite Teil von Nierim rauskommt. Und zwar für Skyrim. Es wird in ein Skyrim-Mod. Den werden wir natürlich dann 2015, solange ihr mich da bis dahin nicht deabonniert habt, auch weiterhin spielen. Ach, ich freue mich da schon drauf. Ich spiele nämlich gerade zurzeit ziemlich viel Skyrim. Da habe ich nämlich diese Collectors Super Edition mit allen Add-ons zu Weihnachten bekommen und ich fand es einfach nur Hammer. Ich hab das durchgespielt. Nee, ich habe aber schon recht viel gespielt. Und was ich gut finde, ist das hier ist Dorian van Broddenbrook. Das ist der Typ von dieser Frau Broddenbrook. Seht ihr? Gesucht wird Dorian von Broddenbrook. Antoniette von Broddenbrook sucht ihren Gemahl Dorian von Broddenbrook. Hinweise auf dessen Verbleib sind ungehend direkt an Madame Broddenbrook da. Und der sitzt auch im Gefängnis. Und ich weiß nicht warum. Das finde ich aber total cool, dass der auch im Gefängnis sitzt. Merkwürdiger Typ. So, Rehmann. Zeig uns den Ausgang. Erstmal die Waffen wegstecken. So, jetzt laufen wir ganz geschmeidig ihm hinterher. Meine Haare verschwinden. Ich finde, die Charaktere bei Oblivion sehen alle so ein bisschen seltsam aus. Man wird auch hier sehen, ich habe gescheatet. Ich bin viel zu hoch für mein Level, für dieses Gebiet eigentlich. Naja. Stopp! Zutritt nur mit beglaubigter Autorisierung. Sag ihm, es ist ein Notfall. Es ist ein Notfall. Ich muss die Gefangenen so schnell wie möglich in einen anderen Bereich überführen. Wenn ihr keine Autorisierung vorzuweisen habt, handelt ihr zuwider der Verordnung. Ich bin angewiesen, sämtliche Zuwiderhandlung eiligst zu melden, damit diese gemäß Absatz 3 unter Punkt 2 der Wachverordnung geahndet werden können. Sag, du berufst dich auf Absatz 19 unter Punkt 5b. Ich berufe mich auf Absatz 19 unter Punkt 5b der Wachverordnung. Dieser Unterpunkt ist mir nicht geläufig. Zwecks Nachkontrolle desselben muss ich dazu auffordern, hier stehen zu bleiben, während ich die erforderliche Prüfung vornehme. Hat er bestimmt nicht gehört. Was für ein Trottel. Und jetzt weiter, durch die Tür.
Ja, auch merkwürdig, dass der Typ ihm es ins Ohr flüstert und niemand es versteht. Aber egal. War nämlich nicht gerade geflüstert, sondern einfach genau normal gesprochen. Weitergehen nicht. Hey, Rehmann, sind deine Kopfschmerzen besser geworden? Bestimmt. Mein Guter, was an der Neujahrsfete zu doll gefeiert hat. Wir sind da. Hier ist eure Ausrüstung. Ausgezeichnet. Los, gebt euch eure Sachen. Wir klauen hier natürlich alles. Ist ja klar. Alles nehmen. Das wäre geschafft. Nun müssen wir uns Gedanken machen, wie wir wieder ins Tageslicht kommen. Ihr könnt durch den Brunnen im... Ja, pst. Ich habe hier sogar noch mein altes Schwert. Krass. Nein, komm. Benutzt diese Tür dort. Ausgezeichnet. Danke, mein Guter. Aber du hast deine Schuldigkeit getan. Wir haben es zur Asservatenkammer geschafft. Rehmann meinte, wir könnten durch einen Brunnen im Keller entkommen. Dorthin schlagen wir uns jetzt durch. Er schläft nur. Ist quasi bewusstlos. Der Orden ist schließlich etwas Besseres als diejenigen, die er bekämpft. Und jetzt nehmt euch seinen Schlüssel. Damit können wir die Tür aufschließen. Okay, das sah krass aus. Tür geöffnet mit Kerkerschlüssel Stufe 1. Nun denn, gehen wir hindurch. Verdammt! Links! Die Treppe runter! Und schnell. Die Wachen verfolgen uns. Na, schrecklich. Töten wir nochmal schnell die Wachen. So Leute, und ich muss jetzt hier sagen, hier mache ich also das Ende. Im nächsten Part geht es dann weiter mit den alten Aufnahmen, die ich schon hochgeladen habe. Ist tatsächlich wirklich nur dieser kleine Abschnitt hat gefehlt. Dann wird es wieder in der Vergangenheit sein. Ja, ich wollte euch nur sagen, ich habe das jetzt nur gemacht, damit man vielleicht nicht das ganze Spiel verpasst, was hier drin passiert ist. Es war nämlich irgendwie, also es war wichtig, dass man das hier mitbekommt, sonst hätte ich das einfach rausgeschnitten und gesagt, hier, ich habe alleine weitergespielt. Nein, habe ich natürlich nicht gemacht. Ich wollte euch wirklich nur damit sagen, dass ich hier etwas, mein Fehler war es, dass ich das einfach gelöscht, natürlich. Und natürlich innerhalb von 2 Minuten, wo ich aufnehme, ruft natürlich jemand an. Niemand hat mich angerufen die ganze Zeit. Naja. Was ich jedenfalls sagen wollte, ist, dass es jetzt ab den alten Part wieder losgeht. Und ja, das war's dann. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis denn.